Hallo liebe Gäste und herzlich willkommen an Bord von AIDA Nova. Für die, die mich noch nicht kennen oder die mich ohne Uniform nicht gleich erkannt haben, mein Name ist Boris Becker und ich bin der Kapitän unseres neuesten Flottenzuwachses. Ich stehe hier gerade im Beachclub der AIDA Nova. Ja, und die von Ihnen, die den Beachclub von AIDA Prima und AIDA Perla schon kennen, die werden sehen, es sieht ein kleines bisschen anders aus. So haben wir zum Beispiel hier eine Brücke, die über den Beachclub geht. Und so ist es mit vielen Ideen. Wir haben sie hier ein bisschen weitergedacht, ein bisschen vergrößert. So ist zum Beispiel unsere Wasserrutsche auf dem Activity Deck nicht nur über zwei Decks, sondern erstreckt sich jetzt über drei Decks. Ja, wir haben natürlich auch sehr viele neue Ideen und die möchte ich Ihnen in den nächsten Wochen und jetzt ein bisschen zeigen. Lassen Sie sich also überraschen. Wir befinden uns hier im zukünftigen Maschinenkontrollraum der AIDA Nova. Ja, und in Sachen Maschinen- und Antriebstechnik, da hat die AIDA Nova hier etwas ganz Besonderes zu bieten, denn sie kann mit bis zu 100% Flüssiggas betrieben werden. Ja, und was bringt uns das? Natürlich weniger Stickoxide bis zu 80% und auch eine CO2-Reduktion von weiteren 20% und ein umweltfreundlicher Betrieb unserer Schiffe. Oh yeah. Wir befinden uns jetzt auf Deck 5 auf der Steuerbordseite im Kabinenkorridor und Sie können sehen, die Kabinen, die sind schon alle da, denn die Kabinen werden außerhalb des Schiffes gebaut und dann in das Schiff hineingeschoben. Es gibt 21 verschiedene Kabinenkategorien auf AIDA Nova, von der Einzelkabine über familienfreundliche Kabinen bis zur Penthouse Suite mit extra und exklusivem Service. Die Kapitänskabine, die ist natürlich noch nicht fertig, aber die Kabinen hier unten schon. Deswegen muss ich die jetzt mir mal ganz genau anschauen und sage zu Ihnen auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.